Hey ihr Lieben, ich weiß, dass es lange, lange ziemlich still hier auf diesem Account war, was einfach daran lag, dass ich auch super busy bin. Ich bin übrigens gerade in meinem Praxissemester in Mainz beim ZDF, für die von euch, die es noch nicht wissen. Und dazu direkt vorab, wenn ihr da irgendwie interessiert seid, dass ich euch mal ein Update gebe. Also ich bin jetzt noch für eine ziemlich lange Zeit, zuerst ist bei ZDF Info, dann gehe ich zu Verplus und dann noch in die Musikredaktion, dann kann ich euch auch gerne mal ein Update davon geben. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann lasst im Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr groß drum rum. Ihr habt euch nämlich ein neues Video über Skoliose-Übungen gewünscht. Da mein erstes Video ja ziemlich gut ankam, ich verlinke euch das Video nochmal unten, sowie auch das Video zu meinem Korsett und zu meinem Reha-Aufenthalt in der Asklepios Katharina Schroth Klinik. Und genau, wie gesagt, heute gibt es dann direkt zwei neue Übungen von mir, die ihr super, super einfach daheim nachmachen könnt. Genau, zu denen kommen wir gleich auch. Vorab wollte ich noch kurz anmerken, alle von euch, die Instagram haben, tragt euch auf jeden Fall die letzte Juniwoche ganz fett in den Kalender ein und abonniert doch gerne den Instagram-Account MediClips. Da bin ich Host-Presenterin, also es geht um ganz verschiedene medizinische, psychologische Themen und in dieser Woche dreht sich alles rund um Skoliose. Ich werde auch nochmal meine Erfahrungen davon auspacken, auch nochmal Übungen zeigen, mein Korsett zeigen. Es wird auch nochmal um Reha-Aufenthalte gehen und genau, also auf jeden Fall MediClips abonnieren. Ich verlinke euch nochmal den Account sowie auch meinen persönlichen Instagram-Account unten in der Bio und genau. Also, wir starten zuerst mit der Übung Taillenstreck. Dazu stemmt ihr einfach eure beiden Händen in die Hüfte, gleichmäßig auf beiden Seiten. Und beginnt dann mit dem rechten Fuß. Ihr macht die Ferse nach vorne, rollt dann komplett mit dem Fuß ab und geht auf die Zehenspitze. Dann ist genau das gleiche Prozedere mit dem rechten Fuß. Immer schön langsam einen Fuß voreinander stehen, das auch wirklich bewusst machen. Wieder auf die Zehenspitze und wieder abrollen. Dann das gleiche mit dem anderen Fuß. Das stärkt auf jeden Fall euren Gleichgewichtssinn und hilft euch einfach wirklich mal ein bisschen bewusster im Alltag zu gehen, dass ihr auch wirklich schaut, dass ihr dabei gerade bleibt. Am besten macht ihr das auch, indem ihr vor euch vielleicht einen Spiegel habt, zu dem ihr hinlaufen könnt, wo ihr euch auch eben kontrollieren könnt. Außer wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig auf der Straße. Aber ansonsten macht es am besten immer vor einem Spiegel. Genau. Und dann lauft ihr mehrere Bahnen. In der Krankengymnastik haben wir es immer so gemacht, dass wir zwei Bahnen hin und zwei Bahnen wieder zurückgelaufen sind. Aber ihr könnt es natürlich auch öfter machen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Und genau. Das, also ich persönlich finde, das sind ganz gute Übungen, die man immer am Anfang von jeder Übungsstunde machen kann, weil man durch die einfach, ja, wie gesagt, nochmal sein Gleichgewichtssinn schult und ein besseres Körpergefühl bekommt. Dann Übung Nummer 2 ist die Gangschule. Genau wie der Taillenstreck auch, hilft die euch eben einfach ein besseres Körpergefühl beim Laufen zu geben, indem ihr mal wirklich ganz bewusst darauf achtet, wie genau setze ich einen Fuß vor den anderen. So, diesmal lasst ihr eure Hände gerade neben dem Körper und beginnt den Fuß, wieder die Ferse nach vorne, aber die Ferse berührt nicht den Boden, sondern bleibt knapp darüber. Dann geht der Fuß nach hinten mit der Spitze, aber auch die Spitze berührt nicht den Boden. Dann wieder Ferse nach vorne in der Luft, Spitze nach hinten in die Luft und dann wieder abrollen. Dann genau das gleiche Prozedere mit dem anderen Fuß. Ferse nach vorne in der Luft, Spitze nach hinten in der Luft, Ferse nach vorne in der Luft, Spitze nach hinten in der Luft und wieder abrollen. Genau, das macht ihr jetzt dann auch wieder 4 Bahnen oder wenn ihr mehr wollt. Mehr schadet auf jeden Fall nie. So ihr Lieben, das waren jetzt auch schon die beiden Skoliose-Übungen. Aber Leute, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich habe mich jetzt nämlich noch spontan dazu entschieden, dass ich euch jetzt auch noch andere Rückenübungen zeige, die zwar kein Schrot sind, aber die mir enorm geholfen haben. Es hat sehr viel mit Yoga und Stretching zu tun. Ich mache diese Übungen jetzt schon seit 3 Monaten jeden Abend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, verschiedene Leute und auch mein Krankengymnast
haben bemerkt, dass sich dadurch mein Rücken, dass er irgendwie besser aussieht. Dass diese Berge, die ja eigentlich dort immer sind, wo eben der Rücken hinten raussteht, nicht mehr so markant sind. Und ich bin jetzt wirklich schon total gespannt auf meinen nächsten Röntgentermin, ob sich da auch wirklich die Gradzahl verbessert hat, weil optisch sieht es anscheinend besser aus. Und deshalb machen diese Übungen auf jeden Fall auch Sinn. Deshalb ist es auch wirklich wichtig, klar, Schrot ist immer sehr gut, aber es ist auch immer wichtig, allgemein was für den Rücken zu machen, dass die Muskeln einfach auch gelenkig bleiben und sich dadurch eben nochmal, ja, wie gesagt, gerade rücken können, als eben wenn alles versteift ist, weil dann kann man noch so viel Schrot machen, wie man will. Dann braucht es auf jeden Fall länger, bis man Verbesserungen sieht. Also diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Auch in der Reha haben wir nicht nur Schrotübungen gemacht, auch bei der Krankengymnastik nicht, sondern eben immer abgewechselt mit allgemeinen Rückenstabilisierungsübungen und eben auch mit ein bisschen Yoga und Stretching. Und da wollte ich euch jetzt heute nochmal 4 Übungen zeigen, die mir wirklich enorm geholfen haben, mehr Flexibilität in diesen Rücken hier reinzukriegen. Und wie gesagt, es sieht optisch besser aus. Und natürlich werde ich euch dann auch updaten, wie es aussieht. Genau, aber ich zeige es euch jetzt einfach. Wie gesagt, die sind perfekt, vor allem abends zu machen, bevor ihr ins Bett geht. So, Übung Nummer 1, total einfach. Ihr sitzt einfach ganz bequem im Schneidersitz. Und dann macht ihr ganz langsam hier eure Hand bis zum Ellenbogen auf den Boden. Kommt mit dem Kopf nach und streckt dann die obere Hand so weit rüber, wie ihr könnt. Also sie sollte auf jeden Fall nicht den Boden berühren, aber auf jeden Fall so, dass ihr hier eine richtige Dehnung spürt. Also bei mir knackst da immer mein kompletter Rücken, ich finde es richtig gut. Und das gleiche dann auf der anderen Seite. Und da mache ich immer so pro Seite 3-mal. Und dann das gleiche nochmal auf der Knie. Also hinten sind eure Beine auf den Spitzen. Und dann das gleiche nochmal. Nur diesmal geht ihr mit der Hand auf den Boden, nicht mit dem kompletten Ellenbogen, weil es wäre ein bisschen zu überdehnt. So, dann kommen wir jetzt zu einer Übung, die habe ich am Anfang wirklich gar nicht gekonnt. Da bin ich wirklich dran verzweifelt. Also die habe ich von Pamela Reif. Übrigens, ihre Yoga- und Stretching-Workouts kann ich auch jedem ans Herz legen, ohne Witz. Aber am Anfang, ich habe die nicht hinbekommen. Und ich bin jetzt richtig stolz, weil ich sie jetzt ja wirklich so konsequent durchgezogen habe, dass ich jetzt so diese Beweglichkeit im Rücken erreicht habe, weil eigentlich kriegt man die hin. Also die meisten meiner Freunde, die keine Skoliose haben, die konnten die auf Anhieb. Ich habe wirklich gebraucht. Aber ich bin wirklich stolz, dass ich die jetzt kann. So, und zwar geht die folgendermaßen. Ihr geht wieder auf die Knie, aber diesmal sind die Füße auf dem Boden. So. Und dann versucht ihr eure Arme an die Fersen zu machen. Also so. Und geht auch mit dem Kopf so weit nach hinten, wie es geht. Also circa so genau. Und bleibt dann erstmal so für, ich bleib immer so ungefähr 15 Sekunden. Genau. Und wisst ihr, am Anfang, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich kam höchstens so und dann nicht weiter, weil mein Rücken einfach so versteift war. Und ich finde es jetzt einfach richtig krass, was es gebracht hat. Und ich merke auch wirklich, wie dadurch meine Rückenmuskulatur viel flexibler geworden ist, weil es ist ja nun mal eine sehr stretchy Übung. Also deine gesamte Wirbelsäule wird eigentlich gestretcht. Und das, also deshalb liebe ich die Übung auch so, weil die mir persönlich richtig viel bringt. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Übung, die meisten von euch vielleicht schon kennen. Sie nennt sich Downward Dog, aber es gibt auch verschiedene Variationen, wie man diese Übung ausführen kann. Und 3 davon zeige ich euch jetzt. So, und zwar erstmal die ganz klassische. Also, die Fersen hinten sind nicht auf dem Boden. Mit denen könnt ihr auch gerne so ein bisschen kippen, dass ihr wirklich hinten an den Waden einen krassen Zug spürt, so wie ich jetzt gerade. So, und dann kommt ihr nach vorne, macht eine quasi Liegestütze und stützt euch dann hier nur mit den Armen nach oben und der Kopf. Und den Kopf legt ihr erstmal in den Nacken. So, dann wiederholen wir das jetzt mal noch 3-mal. So, Variation Nummer 1 ist,
dass ihr jetzt nur unten in dieser sozusagen Liegestützposition bleibt. Also Arme gehen nach unten, Arme stellen sich wieder auf und da merkt man halt auch wirklich, wie krass die Wirbelsäule hinten gedehnt wird. Also wirklich richtig, richtig gut. So, und dann wäre meine letzte Variante auch schon, dass ihr einfach so bleibt und mal nur euren Kopf kreist, dass auch die Halswirbelsäule gedehnt, gestreckt wird. Also ich zum Beispiel bin immer im Nacken mega verspannt manchmal. Und deshalb tut mir diese Übung wirklich auch so gut. Allgemein mal auch so tagsüber seinen Kopf zu kreisen, ist wirklich keine schlechte Idee. Wenn man eh oben an Nacken, Schultern, Hals an Verspannungen leidet, so wie ich, und auch allgemein, kann man dann auch mal den Kopf drehen, die andere Seite machen. Oh, ich hätte mir den Zopf machen sollen, aber egal. Genau. So, und zum Schluss gehe ich dann nochmal in einen, ja, ich würde mal sagen, Full Body Stretch. Also erstmal, dass ich meine Arme nach vorne bringe, aber ansonsten versuche meinen Bauch so nah an meinen Beinen wie möglich zu lassen und wirklich nur die Arme dann so weit nach vorne bringen, wie es nur geht. Und dann bleibe ich so für 30 Sekunden. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Rückenübungen zeigen, die ihr vielleicht auch in euren Alltag mit integrieren könnt und die euch was helfen. Wenn ihr noch Fragen zu den Übungen haben wollt oder Vorschläge für andere Übungen habt, die ich hier noch zeigen soll, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!